Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge vom Road to Irgendwas Projekt. Vorneweg, weil ich das Ganze hier schon mal wieder hatte und das auch schon wiederholt vorgekommen ist. Nochmal ein kleiner Reminder, so gegen Scams und so, bitte passt da echt auf. Es war jemand, der mich in-game geaddet hat. Wir hatten so ein bisschen geschrieben. Dann hat er mir hier erstmal so einen Link geschickt, ne? Man sieht schon mal, der Link, das ist nicht die Steam-Community. Ist nicht nur ein Buchstabe falsch, ist ein bisschen mehr falsch. Ist schon mal ein bisschen dubios, ne? Also, das sollte schon mal der erste Abschreckpunkt sein. Können wir hier mal so unterstreichen? Mal den Pixelstift. Das ist so der erste Hinweis. Meine 1 hinter. Denn er ist meine zweite hier. Ne? Steam hat mir 50 Dollar gegeben. Der sollte schon der zweite Punkt sein, wo es dubios wirken sollte. Und, ne? Daraufhin habe ich halt geschrieben, ist doch schön, wenn du Geld bekommen hast. Weil, also, keine Ahnung. Wir haben halt so ganz normal geschrieben. Darum habe ich mir auch nichts bei gedacht. Ich habe halt einfach nicht drauf geklickt, ne? Das ist das Allerwichtigste, was ihr da haben könnt. Dann habe ich halt geschrieben, wie gesagt, ist doch schön, wenn du das Geld bekommen hast. Dann hat er zurückgeschrieben, hör, ich habe das nicht geschrieben. What the fuck? Dann meinte ich nur, wenn er das wirklich nicht war, sollte maybe sein Passwort ändern. Oder es gibt auch so eine tolle Funktion bei Steam, da kann man sich von sämtlichen Geräten abmelden. Das kann ich auch nur empfehlen. Also sofern ihr euch mal irgendwo angemeldet habt und den Verdacht habt, dass ihr irgendwie gehackt worden seid, bitte die Funktion benutzen, dass ihr von allen Geräten abgemeldet werdet. Und diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, bitte aktiviert die. Einfach mit dem Handy, dass ihr da bestätigt, dass ihr euch irgendwo einloggt. So, dann habe ich den erstmal drin gelassen. Und dann habe ich jetzt zweimal nochmal so eine Nachricht bekommen. Wieder genau so ein Kacklink hier. Ich meine eigentlich, es sieht ja schön aus, so Geschenk und dann Activation da. Es sieht ja immer verlockend aus, ne? Aber dass das hier noch ein drittes, noch ein viertes Mal geschrieben wird, habe ich dann auch nur geschrieben, dass er dringend seinen Account überprüfen sollte oder ob er neuerdings auf Englisch schreibt. Ich habe keine Antwort mehr bekommen. Ich habe ihn aus der Freundesliste entfernt. Weil es ging mir auf die Nerven. Ich möchte nicht, dass ich aus Versehen dann mal draufklicken sollte. Eigentlich in der Regel wird mir das nicht passieren. Aber ne, es kann immer mal passieren. Ja, da braucht man sich auch gar nicht frei von reden. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Es kann halt einfach passieren. Darum kann ich euch auch nochmal ans Herz legen. Bitte, wenn ihr auf so einen Link klicken solltet, dann unverzüglich Passwort ändern und euch abmelden. Ihr habt, als ihr euch den Account gemacht habt, auch mal so einen coolen Backup-Code bekommen. Den könnt man im schlimmsten Fall auch noch brauchen, weil die haben eure Daten, sobald ihr euch eingeloggt habt. Wenn ihr dann das noch habt mit dem Handy nicht da anmelden, also ich habe keine Ahnung, wie die das schlussendlich machen mit den ganzen Daten, aber ne. Einfach sicher gehen, schnell von einem abmelden, gegebenenfalls auch nochmal dem Support schreiben. Genau, das wollte ich euch nur einmal sagen, weil ich das halt jetzt in der Vergangenheit hatte. Dann gibt es natürlich auch noch die ganzen nicht speichern. Dann gibt es natürlich noch die ganzen coolen Leute, die hier, oder wo die Person schreibt, hier, mach mal Turnier. Ey, yo. Okay, das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben. Aber vielleicht diejenigen, die schon mal mit irgendwelchen Bot-Accounts oder so zu tun hatten, da kommt hier dann die Frage erstmal so, was ist dein Rang? Würdet ihr schreiben, ich bin Holz 3. So, also, ich habe das alles schon durch. Ich habe schon oft mit solchen Leuten geschrieben, weil ich hatte die Zeit und so, aber ich habe leider keine Bilder mehr davon. So, dann
Entweder schreibe ich da halt meinen echten Rang rein oder sowas. Dann kommt hier, wir brauchen für ein, ich kann nicht schreiben, brauchen für ein Turnier noch einen Mitspieler. Oder dann schreibe ich dann beispielsweise, oder das Szenario hatte ich einmal hier, hatte ich geschrieben, ich bin LDM. Haben die noch, oder wurde mir geschrieben, wir brauchen für ein Turnier noch einen Mitspieler. Komischerweise waren die zufällig auch in der Richtung unterwegs. Habe ich aber geschrieben, nochmal, dass ich Silber bin. So, sorry, aber brauchen die mitspielen. Wurde mir halt nochmal geschrieben, von wegen, ja, das ist kein Ding, wir brauchen einfach nur eine fünfte Person. Ich meine, ja, wenn man in einem Turnier spielt, fünfte Person, dass man die kriegt, dass man spielen darf, ist schon viel wert. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ganz random geaddet wird? Egal, könnte theoretisch ja auch noch sein. Dann wird einem auch so ein dubioser Link geschickt. Der sieht dann auch so ähnlich aus wie einer von der Steam-Community, wo man eingeladen wird oder man wird zu irgendeiner Seite weitergeleitet, die dann auch aussieht wie eine Turnier-Website. Aber bitte nicht darauf reinfallen, das ist genau der gleiche Schmarrn. Schreibt man beispielsweise, oder kann man auch zum Beispiel schreiben hier, nee, sorry, kann ich. Dann fragen sie sonst auch nochmal hier, kannst du dann bitte für unser Team voten? Es ist alles der gleiche Bums, sie wollen dich einfach nur auf irgendeine Seite locken. Ja. So, irgendwas dazu. Das sind zumindest so die letzten beiden gängigsten Scam-Methoden, die ich so mitbekommen habe. Ja, also einmal Link schicken, irgendwas hier, ne, kriegst was gratis oder halt hier das mit einem Turnier, dass man da auf die Seite gehen soll. Entweder sollte man sich da irgendwo anmelden oder halt für ein Team voten. Wenn die auch irgendwann penetrant, ich habe dann beispielsweise geschrieben, wenn ich auf die Seite gehe, lädt die nicht, Error 404, dann wollten die Screenshots haben. Habe ich bei Paint 404 geschrieben und habe denen das geschickt. Die sind dann nicht so einsichtig bei. Na gut, das soll es aber dazu auch gewesen sein. Ich würde sagen, kurzer Cut und dann sind wir wieder in-game. Bis gleich. So, da sind wir jetzt in-game. Natürlich weiterhin auf Mirage, denn wir haben ja gesagt, wir brauchen nur noch zwei Wins. Und dann haben wir einen Rang für die Karte. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze läuft. So, ich habe eine Galolle in der Hand. Ist das ein Zeichen? Ich weiß ja nicht, denn ich mag die Galolle nicht. Außer den Sound. Den finde ich eigentlich ganz nett. So, wir kaufen uns natürlich Rüstung, so wie immer. Oder immer öfter. Und scheinbar geht's Richtung B. Was ich ein bisschen schade finde, da wird schon gemessert. Schön auf 40 HP runter. Geh mal mit der Bombe mit. Aim. Ja, da wurden wir mal richtig hart gehopst. Ich habe die nur zweimal gehittet. Okay, das ist kriminell. Ich meine, unser Mate hatte natürlich nicht die besten Anfangsvoraussetzungen hier, dass er mit 39 AP gestartet ist. Und der wird sich runtergekauft. Bitte Leute, wenn ihr kauft, dann auch Rüstung, vor allem in der zweiten Runde. Kauf jetzt einfach mal ganz frech mit. Also eine Waffe kaufen ohne Rüstung ist halt echt dumm. Denn wir können theoretisch mit einer USP einfach zurückschießen. Wie mit einer USP zurückschießen. Okay.
Dicker LOL war vielleicht doch ein Zeichen. Der ist da an Spot gelaufen, oder? Triple. Schade, wenn ich den Triple Boxer noch geholt hätte. Nee, warte. Ist gar nicht Triple Box, ne? Egal. Einer umläuft ihn auf jeden Fall gerade. Doch nicht. Ist er stehen geblieben. Frech. Aber hätten wir den noch bekommen, dann wäre das ganz schön nice gewesen. Ich habe leider gerade eben auf der Minimap, als ich hier in oder auf Ramp war, zum Act 10. Schade. Als ich den da Richtung Ramp gesehen habe oder hier vorne, ich habe erst gar nicht realisiert, dass er schon so nah dran ist. Gleiche wollte ich auch gerade sagen. Mir fehlen genau $50, dass ich mir eine AK-Rüstung kaufen kann. Er ist natürlich jetzt belastend. Ha. Kommen wir uns an die Galol nochmal? Noch eine Negev. Oder eine Pro 90. Können wir ein bisschen Run and Gun machen. Auf jeden Fall habe ich das leider ein bisschen verkackt. Ich hatte zumindest Glück, dass ich mit dem Spray den noch töten durfte. Aber wir gucken mal, wie das weiter wird. Wie gesagt, leider fehlen uns $50, dass wir eine AK kaufen können. Ist ein bisschen belastend, aber kann man nichts machen. Die Frage, ob wir nicht hätten lieber echoen sollen, vor allem weil Gelb nicht wirklich Geld hat, um sich großartig was zu kaufen. Wäre es eigentlich sinniger gewesen, wenn wir einfach alle nochmal ein Eco machen oder zumindest Pistolen kaufen. Aber naja. Alles nicht so einfach. Und zu dem Punkt nochmal, wenn ihr eine Galol oder auch sonst irgendwie eine Waffe kauft, jetzt mal abgesehen von Pistolen, bitte, bitte, bitte kauft euch Rüstung. Vor allem Helm, wenn ihr gegen CT spielt. Wie gesagt, die könnten euch mit einem Headshot mit einer USP einfach wegmachen. Die können euch mit allen Waffen einfach easy wegmachen. Als CT ist es schon wieder ein bisschen unwichtiger, denn wenn ihr auf Short bis Midrange war das, glaube ich, mit einer Galol im Kopf bekommt, seid ihr eh einfach tot. Auf Short Range auf jeden Fall, bei Midrange bin ich mir nicht so sicher. Long Range schaltet ihr einen Schuss aus im Kopf, wenn ihr einen Helm habt. Aber mit der AK auf jeder Entfernung kriegt ihr einfach einen Kopf. Oder sterbt ihr mit einem Headshot. Damals CT könnt ihr es euch häufiger erlauben, wenn ihr wisst, die Gegner haben alle gekauft. Da haben alle AKs, dann könnt ihr auch ruhig mal den Helm weglassen. Nice day today, isn't it? Kommt drauf an, wie das Match ausgeht. Purple. Ich bin nicht Purple, das ist gut. Wupple. Okay. Warum haben die eigentlich alle so einen geilen Ping? Ich hätte auch gern so einen niedrigen. Schimmel hier mit 43 rum. Egal. Oh. Ist die Frage? Ist die Strat? Ich würde, glaube ich, gern sonst Under gehen mit der P90. Oder halt B gehen. Das ist ein bisschen besser für MPs. Weil ihr dann nicht so eine hohe Range habt. Nicht so eine weite Strecke, wo ihr schießen müsst. Banner und Bench. Okay, Bench nicht mehr, aber... Dürfte jetzt echt die ganze Zeit... Ja, GZ an das Ace da für ihn.
Das ist halt die Kacke, wenn B-Rush gemacht wird, aber die Leute halt so ein bisschen da hinten chillen. Aber warum denn? Also. Ach, keine Ahnung. Aber nicht hinterfragen. Ich habe kein Problem damit, irgendwie als Erster da durchzugehen, aber dann sollen die anderen hinterherkommen, um zu traden. Jetzt wird A gepinkt und jetzt gehen die da Mitte. Warum denn? Also vielleicht. Jetzt haben die auch die Bombe gesehen. Bisschen unsmart. Hat der eine AK zufällig? Der auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall einer. Schade. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er da oben drauf hockt. Wir sind gerade echt nicht gut unterwegs. Nehmen wir uns mal ein AK. Die Smoke da pushen war halt auch einfach schon wieder dumm von Purple. Bitte. Wenn dann eine Smoke liegt, einfach nicht durchspringen. Die anderen haben immer den Vision-Vorteil. Danke, Purple, übrigens, dass du da runter springst. Short. Two guys short. Oh, behind. War das nur einer short und der andere, das war doch Apps. Ich war mir nicht sicher, wie ich die Steps da gehört habe. Ich hätte den eigentlich auch töten müssen, wie er da runtergesprungen ist, aber hab leider nicht es gut genug geschafft, hinterherzuziehen. Natürlich auch bitter, dass die Ave da in der Mitte, glaube ich, drei Leute geholt hat. Ne, zwei Leute. Und der erste möchte gekickt werden, weil er einfach scheiße ist. Mate, wenn du scheiße spielst, dann spiel einfach besser. Und das schreibt nicht sowas. Kick me. Ah, die sind alle scheiße. Ich schreib doch auch nicht Kick me. Das ist die fünfte Runde. Man weiß halt schon, dass die in diesem Game nichts mehr machen werden, weil die einfach schon tilted sind. Ja, noch Bock. Dann 3 AP. Sah voll fancy aus, wie die Smoke da so hinterhergegangen ist. Okay. Kannst du bitte aufgehen? Da ist eine Ave. Ah, cool. 87 haben wir denen auf den Van gegeben. Wir sterben, oder wir verlieren zumindest nicht zu 0. Ja. Muss auch mal das Positive sehen. Sehr, sehr schön. Die Bombe, das ist sehr nett. Aber warum denn da schon wieder? Ich mag das nicht. Mitte ist jetzt der. Im Connector, oder? Angst wegen Window. Jungle.
planting the bomb. Ich war mir nicht sicher, wo ich ihn am Ende gehört habe. Oh, das war wichtig. Das war wichtig, 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 wichtig. Und richtig. Er ist gequittet. Er wird auch wahrscheinlich nicht mehr connecten, wenn er schon eben geschrieben hat, please kick me. Ich hasse solche Leute. Bitte, warum denn? Also ja, es kann immer mal sein, dass man ein Match angenommen hat, vorher noch ranked. Und man dann sagt... Kick me, please, kick me, please. Ah, nee, ist dann hier. Okay. Also es gibt immer Situationen, dass man mal weg muss, ne? Ist halt einfach nur scheiße. Also ich meine, wenn man selbst in der Situation ist, ist nicht so cool. Ich meine, man queut ja nicht freiwillig rein, um danach so wegzugehen. Aber ist halt die Frage, wir haben halt die ersten Runden auf die Schnauze bekommen. Der hat nichts gerissen. Dann wird geschrieben, kick me please. Es deutet immer darauf hin, dass man einfach keinen Bock mehr hat, weil man scheiße ist und deshalb raus will. Obwohl hier halt noch nichts verloren ist, ne? Aber naja, da kann man nichts machen. Muss man irgendwie klarkommen. Sollte der natürlich jetzt disconnected sein, wirklich, weil er irgendwie ein anderes Problem hat oder aus privaten Gründen, wie auch immer, dann ist das kein Problem. Aber so verdirbt er halt sonst einfach vier anderen Leuten den Spaß. Oder so macht er das Game den Leuten auf jeden Fall erst recht kaputt. Aber wir können ja zumindest noch versuchen, unser Bestes zu geben, dass wir mit möglichst vielen Runden rausgehen. Ich werde auf jeden Fall noch meine Strat hier probieren, Palace rauszupieken, wenn ich geflasht habe da. Vielleicht kriegen wir da einen Lucky Hit oder so. Mal confident, dass einer Stairs peekt. Ich hoffe einfach, dass unsere Arve da nicht zu viel Quatsch, unsere Bombe da nicht zu viel Quatsch macht. Gib mir einfach die Deagle-Headshot. Muss doch blind gewesen sein. Okay. Hä? Ist jetzt einfach lucky, dass... Hat er jetzt einen Fick drauf gegeben? Er hat einen getötet da und hat einfach geplantet? Müssen wir mal im Auge behalten. Spieler wird gerade so ein bisschen angegangen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert, aber wir holen die Runden. Nächste Runde kriegen wir auch mehr Geld, weil wir einer weniger sind. Sehr, sehr schön. Der Smoke ist gerade einfach... Hä? Hä?
Cool, 800er Ping. Was ist da los? Okay, jetzt geht er zumindest ein bisschen wieder runter. Der Ping kann nicht mal angezeigt werden da. Müsste ja eigentlich eher. Müsste ja eigentlich eher bei der Person sein, die als Name hat. Bei Dai. Muss ja mega low sein. Sehr schön. Sehr schön. Ach, ein bisschen schade, dass ich den da oben auf Foot nicht getötet habe. Egal, jetzt kriegen wir mehr Geld. Schauen wir uns nochmal eine P250. Das werden wir mit einer Pistole schießen müssen, dass wir noch gut was reißen können. Wir müssen halt so viele T-Runden wie möglich holen. Zum einfachen Grund, weil es als T in der Regel einfacher ist. Noch eine Smoke gerade oder habe ich mir das eingebildet? Natürlich ärgerlich, dass diesmal diese Mittagsaktion ja nicht geklappt hat. So, und zu dem Punkt, ja, jetzt hier ist es einfach, weil man doof gesagt zu viert auf einen Spot geht, da in der Regel ja nur zwei CTs sind. Zur Runde. Wie gesagt, wenn man als T dann zu viert gegen zwei in der Regel spielt, wenn man auf einen Spot geht, dann sollte es in der Regel immer einfacher sein. Wehgetutet. Mann, ich kann ihn halt auch einfach mal töten. Ich habe halt leider nicht wirklich gezielt. Ich habe so ein bisschen auf Verdacht geschossen. Also ich wollte so ein bisschen Unterdrückungsfeuer machen, weil die Mates da gerade schon hingegangen sind. Das war halt nicht gut. Also ich kann das Unterdrückungsfeuer da machen, aber ich muss dann auch richtig zielen. Sehr schön. Wir haben ihm 90 in 4 gegeben. Ach, ärgerlich. Aber egal, Runde ist geholt. Haben sie sehr schön gemacht. So, jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir das gut deffen. Wahrscheinlich gesagt, dass einer B geht, einer Mitte und zwei A. Wir haben uns eine Rüstung. Ich würde mal, glaube ich, Richtung B gehen. Gucken wir mal. Bombe da gesehen. 1 für 1 schon getradet. Das ist nicht so gut. Hm. Hätte auch einfach mal in den Kopf gehen können. Ja, es ist natürlich jetzt schlecht, dass ich Rüstung gekauft habe. Da haben wir nämlich den Kopf kassiert. Ich mag das gar nicht, dass sie hier so fleißig reinkaufen, aber da müssen wir wahrscheinlich nachziehen. Einfach mal in die Deagle belieben. Oh.
Wir haben beide nicht gehittet. Mua. Direkt der Deagle, der AK-Headshot. Im Déjà-vu. Kann ich ihn nicht noch ein zweites Mal hitten? Ach, die ersten zwei Schüsse waren gut auf ihn. Dann habe ich gechoked. Oh Mann. Okay. Es ist alles gerade so belastend, ne? Ach Mann. Natürlich keine B-Defense gerade. Ah. Durch die einzige Runde, da mal nicht hingehe. Die einzige Runde, wo ich nicht auf B gehe, geh in die B. Was ist das denn? Mann. Hey. Kann doch nicht wahr sein, ey. Wie lächerlich ist das denn? Halt jetzt über Short. Gegenseitig weggenadet. Absolut blind. Ich würde sagen, ich glaube, der letzte war da noch. War hier nicht irgendwo noch eine Arve? If you surrender, this will count as a loss. Nö. Was ist das denn für eine Frage? Wenn man da irgendwie, weiß ich nicht, so ein Mittelding finden würde. Keine Ahnung. Er wird A fleißig gepinkt. Mit dem Bombenträger. Sehr schön. Nicht so schön. Sehr schön. Sehr, sehr big. Nimm mal die Arve mit. Ich hätte ihm auch die Arve legen können, so ist nicht, ne? Ein Ding?
Entschuldigung. Könnten halt schon hier Kitchen drin sein. Diese Ausgangslage hier absolut nicht. Mann, warum in der Ecke denn? Wenn er nicht gerade in der Ecke da rumschimmelt, ach, das ist bitter. Es hätte alles so schön werden können da gerade. Ein bisschen Angst, dass sie hier Apps kommen. Die Flash war nicht von uns. Sehr schön. One step in Apps. Ein bisschen Angst, dass ich gleich gemessert werde. Sehr schön. Vor allem auch sehr wichtig, dass keiner von uns gestorben ist. Damit bauen wir uns nochmal ein kleines Geldpuffer auf. Kaufen uns nochmal ein Diffuse-Kit. Daran soll es nicht scheitern. Kaufen wir einmal nochmal komplett Nades voll. Wäre schön, dass The Purple auch nochmal Rüstung gekauft hat. One was in Apps. Die Bombe. Sollten wir da auch hingehen? Schaut. Stilltop mit. Lila kann sein Ace voll machen, wenn er möchte. Weil wir sollten einfach die Bombe hier beschützen. Sehr schön. Wir haben nochmal eine Eco gemacht. Wundert mich tatsächlich, dass sie so wenig Geld haben. Ich jetzt auch noch eine Arbe gekauft. Let's go. Mein Ping geht schon wieder hoch. Was soll das? Alter. Zwei Schüsse und nicht gehtet.
Anping jetzt nicht. Ach Mann. Smoke. 1400er Ping. Was ist das? Sehr schön. Da ist gerade die Frage, ob die vielleicht nach B gehen. Mal 1600. 1700. Ah, das sind keine Punkte, die ich da mehr sammel. Wenn das Payback-Punkte wären oder so. Wer DDoS't mich denn gerade weg? Ach man, was ist das denn jetzt gerade? Ich kann einfach so nicht spielen. Jetzt geht mein Ping langsam. Nee. Okay, sehr schön. Warum war das nicht durch die Smoke? Der Duser, der dreht aber richtig auf, ne? Haben wir ja schon zwischenzeitlich gesagt. So, jetzt gönn uns bitte. Oder gönn mir bitte noch die letzten ein, zwei Runden hier. Danach gehe ich auch off. Komm, danach gehe ich off und fertig ist. Ich möchte einfach hier noch mit normalen FPS spielen. Bitte, Mann! Ich hab ein High-Ping, das ist... Yeah, I can't play, I have High-Ping. Ja, halt die Fresse, es geht halt nix mit dem Ping, ey. Mann, der soll die Fresse halten, wenn er einfach keine Ahnung hat. Komm, dann spiel ich für dich extra eine andere Waffe hier. Bist du jetzt glücklich? Will ich mit einem 5 Milliarden Ping in eine andere Waffe, ey. Mann. Soll ich jetzt auch sagen, don't play AVP? Bitte gelb peek da nicht rein, Mann. Ich kann halt nichts machen. Ach Mann, warum muss ich denn die letzten Runden so ein Hyping haben? Mann, das wäre so ein easy Game gewesen, wenn ich einfach... Oder wenn einfach das durchkommt, was ich mache. Und dann diese dummen Kommentare. Don't play AVP, don't play AVP, don't play AVP. Ich bin scheiß im Kopf. Ich kann... gar nichts in meinem Leben. Mann, es ist so bitter. Wir haben sogar das 12-12 noch rausgeholt. Aber ich kann so nicht spielen. Was ist denn mit dem Internet hier gerade los? Egal, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch noch die ein oder anderen Sachen zeigen. Im Sinne, hoffe ich, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.